Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 im Edainmond. Ja, nach unserem letzten Folge, nachdem wir hier festgestellt, dass dir der Erebor für angreifende Parteien verbuggt ist, egal von welcher Seite man da eigentlich angreift, weil, was natürlich hätte sein können, ist, dass ich auf einer anderen Seite rausgekommen wäre, wenn ich den hier nicht noch mit reingezogen hätte. Das hätte natürlich sein können. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, die Startpunkte sind meistens eigentlich sowieso festgelegt. Ich glaube bestimmt, die sind, müssen sowieso überall festgelegt sein. Die müssten eigentlich relativ gleich sein. Nur wenn da mehrere Parteien angreifen, dann wäre das so. Aber ist bei uns ja nicht gegeben hier. Wir haben ja nicht mehrere Parteien. Hier wird es auf jeden Fall ganz lustig werden, diese Schlacht. Das sind circa 20 Einheiten, die jetzt gleich von Anfang an auf uns niederprasseln werden. Und da bin ich mal gespannt, wie ich dieses Gefecht mit diesem starken Handicap, ja, meistern möchte eigentlich, ne? So, es wird sehr schwierig werden. So, wir haben hier nur noch ganz wenig, ah ja, okay. So, zack. Was ist das? Trotzburg. Ja. Wir haben ja keine Festung. Das haben wir ja am Anfang noch nicht. Dementsprechend können wir das am Anfang auch nicht machen. Das ist alles noch Stufe 1. Das ist schon Stufe 2. Ork schlechter. Okay. Wir sind die Herren der Wälder bereit. Wir sind kampfbereit. König der Könige. Okay. Marschierende neue Länder. Die Hügel erheben sich. So, da werden auch relativ schnell die ersten Einheiten ankommen. Wie gesagt, da sind ca. 20 Bataillone, die hier wahrscheinlich gleich auf mich einprasseln werden. Das heißt, ich brauche relativ eine schnelle Verteidigung. Das heißt, da bietet sich doch am ehesten eigentlich ja dann doch wirklich die Türme an, weil die sind am schnellsten hochgezogen, muss man so erstmal sagen. Hatten hier leider noch keine Festung gehabt. So, dann will ich mal schauen. La 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 la. Ich diene jetzt dem Hexenkönig. Der Feind ist nicht weit. Und da kommt der Feind auch schon. Wir werfen den Besten nieder. Wir sind unterwegs. Bleibt mal bitte hier in der Nähe, das wäre ganz gut. Baut für den Hexenkönig. Unser neues Gebäude ist bereit. Die werden wahrscheinlich als erstes auch direkt auf Warte mal, wir müssen das hier erstmal noch. Aber es sieht so aus, als wenn wir mit unseren Eisfallen, mit unseren teilweise gestärkten Einheiten, den NPC sehr, sehr schnell niederzwingen können. Und da seht ihr das, was ich eigentlich in der letzten Folge, warum ich da ein bisschen erbost, nicht? Ich meine, es ist zum einen ein Spiel, es ist zum anderen auch teilweise noch eine Beta-Version. Aber es muss dann halt da eine Lösung dann halt gefunden werden, beziehungsweise ich denke, ihr werdet das auch so akzeptieren, dass ich mich dann halt für automatisch berechnen entschieden habe, weil ja die Übermacht, die ist ja doch gegeben, halt ganz einfach, ne? Und natürlich hätte ich das ganz gerne gezeigt und natürlich habe ich ja von Anfang an gesagt, dass ich auch auf Echtzeit spielen möchte, aber es funktioniert halt nicht und ihr seht halt wie eine einzige Armee von mir, ne? Das war jetzt eine Armee. Und ich hatte insgesamt 3 Armeen, die jetzt dort reingezogen sind, ne? Wie stark sie eigentlich sind, ne? Im Grunde genommen. So, wir bauen hier mal noch ein bisschen was auf. Lalalala. Zack. So, dann können wir auch schon mal noch eine Mühle bauen. Ist die jetzt Stufe 3? Ne, die ist nicht Stufe 3. Hätte ich vielleicht gedacht, weil es die erste Mine halt an sich ist, beziehungsweise weil es die Mine ist, die halt vom Spiel halt sowieso halt die im Ringkrieg erstellt wurde, sagen wir es mal so, auf der Ringkriegkarte. Wir warten auf die Schlacht. So, wir werden das wieder so machen, dass wir hier dann gleich wieder einen kleinen Cut sozusagen machen. Das heißt, wir werden hier wieder so eine Turmwand aufbauen. So, da kommen auch schon wieder weitere Einheiten gerade an. Unsere Gebäude werden angegriffen. Aber soweit es aussieht,
sieht das ja alles sehr gut aus hier. Und so, dann können wir hier hinten auf jeden Fall schon mal noch eine kleine Rohstofffarm machen. Und ich denke, den Großteil haben wir jetzt eigentlich auch schon hinter uns. Das große Übel. Ich wüsste jetzt nicht, was da noch kommen soll, großartig. Das wird hier alles noch nach oben gelevelt. Lalalala. Und, jo. Da läuft ja alles hier erstmal. So, gut. Dann können wir hier erstmal derweil nochmal eine... Ja, einmal Rohstoffe nochmal. Bitte. Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Wie machen wir das? Die Frage ist immer die, wo kommen die halt am besten längs halt, ne? Weil desto mehr wir uns halt ausdehnen, desto, ja, größer wird halt auch unsere Angriffsfläche teilweise. So. Okay, was haben wir hier oben noch? Dann könnten wir hier oben schon mal noch eine kleine Mühle bauen. Okay, hier kommt gerade eine gute Welle wieder an. Aber das sind zum Glück nur 4 Einheiten. Oh, da kommt hier. Der Held zieht sich auch direkt sofort wieder zurück. Ah, dann nimmt er auch schon wieder so. Hat er auch schon wieder so Gebäude halt auf jeden Fall eingenommen gehabt. Ja, von unten kommen sie halt auf jeden Fall gerade. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Okay. So, der Aufbau, der zieht sich halt natürlich mal wieder ein Stück weit. Ne? Das ist natürlich wie immer sehr klar. Aber ich denke, er wird sich nicht ganz so ziehen wie in vor 2 Folgen müsste das gewesen sein. Da hatten wir ja über eine Stunde sozusagen aufgebaut. Über 3-4 Folgen eigentlich. Ist leider, wie gesagt, im Ringkrieg jetzt leider nicht ganz so viel Action. Ich werde mal versuchen, dass ich das irgendwie nochmal ausgestellt bekomme. Oder ich werde mir auf jeden Fall nochmal was überlegen. Es wird nicht die letzte Folge dieser Playlist und dieses Ringkriegs-Szenarios auf jeden Fall sein. Wir werden das ein Stück weit fortführen. Und wenn es halt in der neuen E-Dine-Mod-Version ist, das kann ich halt so auf jeden Fall schon mal sagen. Das wird auf jeden Fall ein Stück weit fortgeführt. Aber wie genau, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das muss ich mir nochmal überlegen. Hab ja jetzt erstmal ein bisschen insgesamt dann auch vorproduziert. Ihr könnt mir ganz gerne auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr denn so für Wünsche gegebenenfalls hättet. Ich muss hier nochmal... Oh, du Scheiße. Der Baumeister. So, dann bauen wir hier auf jeden Fall auch nochmal ein Türmchen. Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Magen! Die Truppen werden angegriffen! Waldläufer bereit! Pfeile los! Blut für den Hexenkönig! Beweist eure Stärke! Attacke! Ja, dieser Gorkil, der ist auf jeden Fall ein bisschen nervig. Da musste man aufpassen, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. So, hier wird gerade noch ein Türmchen aufgebaut. Das ist auch ganz okay. Dann. Wir sind hier fertig. Wir dienen der Eis. Macht euch bereit auf die Befehle des Hexenkönigs. So, dann bauen wir hier auf jeden Fall noch einen Turm hin schon mal. Wo sind Spinnen? Nee, hier nicht. Okay.
Blut für den Hexenkönig. Kriegt der eigentlich noch Erfahrung dazu hier? Das ist nämlich auch im Ringkrieg ein Stück weit davon abhängig, wie viel Maximum pro Gebiet eigentlich möglich ist, eine Erfahrung dazu zu gewinnen. Das heißt, mein Held, der hat jetzt zum Beispiel wahrscheinlich sogar schon das Maximum halt wieder erreicht, ne? Das heißt, du kannst nur eine bestimmte Stufe an Erfahrung pro Gebiet oder Gefecht halt sozusagen gewinnen. Und sonst wären die Helden ja relativ schnell auch auf Level 9 oder sowas in die Richtung. Der ist jetzt Level 7 hier. Wir sind kampfbereit, Waldläufer bereit. Wir warten auf die Schlacht. Unser neues Gebäude ist bereit. So, okay, das haben wir auch. Ah, hier sind die. Hier waren die Spinnen, okay. Angmar muss erstarken. Wir haben den Feind gesehen. Dann könnten wir uns ja eigentlich schon mal hier damit beschäftigen. Ja, hier hat er halt auf jeden Fall irgendwo ein Gebäude. Ich weiß gar nicht, wo hat er denn hier ein Gebäude? Da ist ein Gebäude. Und damit zieht er halt dann die ganze Zeit die Einheiten halt zu mir rüber. Das ist halt auch nicht ganz so geil. Der Feind greift unsere Truppen an. Lass keinen entkommen. Niemand widersteht, oh König. Reißt den Stücke. Plündert es mal nieder. Hä, wo werden denn die Minen angegriffen? Ah, hier hinten. Okay, da ist ein bisschen was durchgekommen. Da sieht man, dass die Türme halt noch nicht ganz so zu 100% ausreichend sind. Wenn da ein bisschen was durchkommt. So, aber nutzt ja nichts. Na, hier kommen. Ja, hier müssen wir. Wir müssen erstmal hier noch bleiben. So, ja, ist natürlich wieder ein ziemlich ziehender Aufbau hier. Wir sind kampfbereit. Ich diene jetzt dem Hexenkönig. Müssen eigentlich jetzt dann irgendwann demnächst mal auf die Festung wieder gehen. So, dann schauen wir mal. Müsste dann bei der Festung auch ganz schnell eigentlich so ein Upgrade machen, dass sie gegebenenfalls, brauche ich aber auch wieder noch mehr Rohstoffe. Das geht sich alles leider nicht ganz aus. Sollte versuchen, vielleicht auch um nochmal ein bisschen mehr Action vielleicht reinzubringen. Gegebenenfalls nochmal irgendwie, werde ich mir nochmal ein paar Gedanken machen auf jeden Fall. Was ich vielleicht machen kann, ist, dass ich vielleicht auch den Rohstoffmultiplikator vielleicht nochmal ein Stück weit nach oben setze. Dann würde sich mein Aufbau nicht ganz so lange hinziehen oder vielleicht insgesamt mal das Ganze bisschen schneller gestalten. Dass das bisschen schneller geht, das Ganze teilweise. Weil ich meine, im Grunde genommen, das Problem ist halt, ne, jetzt in diesem Ringkrieg, ne, das ist jetzt bei den Gefechten war das nie wirklich so gewesen, ne. Ich meine, für euch war das, im Grunde genommen verlief wieder dann wirklich jedes Gefecht halt nach demselben Muster. Und, ja, das ist jetzt auch schon ein kleines Resümee des Ringkrieges auf jeden Fall. Ja, jedes Gefecht lief halt nach demselben Muster, ne? Ich baue mich halt auf, baue meine Türme. Der kommt halt mit seinen mega vielen krassen Einheiten an, die ganze Zeit, produziert halt die ganze Zeit. Ob jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt hier, keine Ahnung, der böse Modo oder Ork ist, oder ob jetzt, ja, keine Ahnung, Elben oder Menschen oder sonst irgendwas. Im Grunde genommen ist das alles ja das Gleiche, weil, der produziert hier auch Speerträger, die kosten auch 300, oder der produziert auch Spinnen teilweise, die kosten auch 300, 400 oder sowas an Rohstoffen. Und da kann jetzt nur, dass er nur, weil er jetzt hier diese billigen Ork-Einheiten baut, kann das keine Ausrede halt sein. Teilweise kosten die Bogenschützen, glaube ich, auch für 300, je nachdem, oder vielleicht 150 oder 200. Ne? Nur weil er da billige Einheiten baut, kann das nicht unbedingt die Ausrede sein dafür, dass er ja die Einheiten spammt. Ne? Und das ist halt auf jeden Fall gegeben, er spammt die Einheiten. So, im Grunde genommen müsste das hier oben, was wir jetzt hier an Türmen schon stehen haben, müsste das schon mal zumindest ganz gut auf jeden Fall ausreichen. Ehre bedeutet Schwäche. Das Gebäude ist fertig.
Die Frage ist jetzt die, ob man hier vielleicht auch schon mal noch einen kleinen Dingens-Cut mal reinmachen. Sprich, jetzt hier sowas. Das wäre vielleicht so meine Idee. Mit Türmchen und so, wisst ihr Bescheid, ne? Und wo wir auf jeden Fall auch einen Cut reinmachen, ist in diese Folge, denn die Folge ist vorbei. Ich hoffe, dass ich es dann in der nächsten Folge schaffe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal wieder ein kleines Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play. Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde, 2 im Medainwand. So, wir bauen hier noch ein paar Rohstoffgebäude. Wir sind noch immer im Aufbau. Das kann man auf jeden Fall so erstmal sagen. NPC macht erstmal noch nichts, da passiert gar nichts irgendwie. Hier kann man erstmal noch ein paar Wölfe schon mal hinsetzen. Wird bestimmt gleich wieder mit Ogern oder Trollen oder was auch immer und allen möglichen. Oh, wow. Was ist das denn, ey? Okay. Das ist auch nicht schlecht. Der Gegner hat das Gebiet mir überlassen. Wir haben einen Feind vernichtet. Okay. Gut. Ich habe gedacht, es zieht sich jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger hin, deswegen werde ich dann die Folgen doch etwas zusammenschneiden, auf jeden Fall. Dann wird es doch keine neue Folge werden. Und, ja, lässt sich halt natürlich nicht so ändern oder nicht vorhersehen und vorhersagen. Das ist jetzt urplötzlich halt gekommen. Wir schauen uns aber dennoch halt auf jeden Fall die ganzen Statistiken halt gleich mal an. Na, ich weiß jetzt gar nicht. Der hat auf einmal gar keine Rohstoffe. Hä, wieso hat er keine Rohstoffe mehr gehabt? Achso, vielleicht weil er aufgegeben hat. Das könnte natürlich... Das ist irgendwie unrealistisch halt das Ganze, ne? Also wenn ich mir jetzt die Daten halt so anschaue, ne? Ich baue und baue und baue, ne? Und der produziert halt die ganze Zeit und auf einmal gar keine Rohstoffe mehr? Der hat mich gar nicht angegriffen. Da war gar nichts gewesen. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ne? Vielleicht irgendwo hängen geblieben. Irgendwie bei so einem NPC-Dorf oder sowas in die Richtung. Der hat auch keine Gebäude mehr dann gebaut, ne? 20 Gebäude und dann war Ende gewesen, ne? Anstatt halt noch mehr Gebäude zu bauen. Nee, 20 Gebäude, das reicht ihm scheinbar schon. Okay, und einheitentechnisch, naja gut, er hatte trotzdem noch genügend Einheiten. Er hatte teilweise zwar keine mehr, aber hat schon wieder Einheiten aufgebaut. Ich habe jetzt keine Einheiten gehabt, keine zusätzlichen zumindest. Schwierig auf jeden Fall zu sagen, wieso der NPC jetzt hier aufgegeben hat. Okay, das wird sich fortsetzen hier und wir gehen auf Phase beenden. Und der Ringkrieg ist gewonnen. Mittel wurde besiegt. Ja, was kann man auf jeden Fall als großes Fazit halt in dem Fall ziehen? Es war etwas, ich habe das mit dem Krieg im Norden, du hast erfolgreich alle Spiele des gegnerischen Teams vernichtet, okay, weiter. So, dann sehen wir hier nochmal, wie sich das ein Stück weit aufbaut. Also Territorien und Endstand. Ja, das heißt, bis zu einem gewissen Grad war es doch relativ ausgeglichen teilweise. Bis hierhin, bis Runde 4 oder 5 oder sowas in die Richtung. Und dann, ja, ist das natürlich auch ein bisschen anders halt auf jeden Fall geworden. Region befriedet, oder zweimal, Festung auch zweimal. Und wir gehen hier nochmal auf Meer und dann können wir hier nochmal ein paar Statistiken einsehen. Eroberte Territorien, Gebäude, Einzelspieler oder Echtzeit. Spiel, ach ja genau, Echtzeitspiel, Gebäude, 503 verlorene Gebäude, 100 verlorene Gebäude, Weltkarte 0, 11 hat er verloren, zerstörte Gebäude, ich habe nur 34 Gebäude ja, naja, gut, was soll man da mal natürlich mal anderes machen, ne? Gebäudefestung 2, errichtete Gehöfte 35, Rüstkammern 4, Kasernen 10, das ist ausgeglichen, erstellte Einheiten, ah ja, okay, er hat 30.000 Einheiten, gefallene Einheiten 1.340. Das Verhältnis ist nicht zu vergleichen teilweise. Hä? Wobei doch eigentlich schon. So viel ist das eigentlich gar nicht. Hä? Wieso ist da hier so ein hoher Wert und hier so ein mickriger Wert? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das müsste aber 1, nee, eigentlich auch nicht. Achso, Verhältnis Besiegter. Ich habe irgendwie, wo sind Besiegte? Achso, das heißt, ich habe mit einer Einheit 19 Einheiten besiegt und er hat mit einer Einheit 0,08 Einheiten besiegt. So kommt das auf jeden Fall hin. Und ja, da kommt nochmal ein Huster mit dazu, sorry. Siege, Niederlagen, okay, gut. So, okay. Auf jeden Fall ziehen wir nochmal ein ganz, ganz großes Fazit des ersten Ringkrieges jetzt im Edain-Mod. Die Sache ist halt einfach die,
Man hat, wenn ihr das gesamte Let's Play halt auf jeden Fall verfolgt habt, werdet ihr mitbekommen haben, dass ja ein paar Sachen schon noch unausgeglichen waren. Ne? Es hat angefangen bei den Regionen teilweise, deswegen musste ich Krieg im Norden wählen, habe das allerdings erst später mitbekommen, dass das ja wirklich nur Krieg im Norden ist, dass man wirklich gar nicht auf alle Szenarien zugreifen kann, auf alle Dinger. Da muss man definitiv was dran machen und dran arbeiten. Dann muss man auf jeden Fall auch noch dran arbeiten, dass man, ja, diese vielen Angriffe, ne, gleich am Anfang, ne, bei einer Echtzeit. Da muss ich ja natürlich husten, ey, das gibt's echt nicht beim Fazit. Das ist natürlich richtig gut. Nein, aber man muss halt auf jeden Fall, muss man dann sehen, dass man da vielleicht irgendwie auch nochmal irgendwie, dass der NPC vielleicht ein bisschen intelligenter auch spielt, dass, keine Ahnung, dass der nicht die ganze Zeit die Einheiten spammt oder vielleicht, dass er nicht so viele Rohstoffe teilweise hat. Teilweise habe ich auch das Gefühl gehabt, der hat einfach endlos viele Rohstoffe, ne, der überrennt mich einfach teilweise. Aber okay, gut, das ist auch teilweise in Schlacht und Mittelerde 2 ganz normal, ist das so. Aber was ich am meisten, ja, zu bemängeln jetzt habe, war jetzt eigentlich, dass der NPC sich zurückzieht. Na, im Grunde genommen, ich baue mich auf, verteidige das ganze Zeug und am Ende ist es so, dass der NPC sich halt einfach zurückzieht. Es gibt keine Schlacht, das ist das Problem halt, ne? Ich baue mich im Grunde genommen, habe ich mich den gesamten Ringkrieg über aufgebaut und nur aufgebaut, ne? Und nachdem der Computer irgendwann mal berechnet hat im Hintergrund, oh, der Spieler, der ist jetzt auf jeden Fall deutlich stärker. Ja, den müssen wir jetzt mal gewinnen lassen, sonst hat er vielleicht zu viele Einheiten auf der Karte dann insgesamt. Konnte man aber trotzdem umgehen. Man hat es gesehen, wie ich das umgehen konnte ein Stück weit. Vor 3 Folgen oder sowas in die Richtung habe ich das auf jeden Fall umgehen wollen. Es hat auch funktioniert auf jeden Fall. Du brauchst doch im Grunde genommen, brauchst du einfach nur Türme bauen, Rohstoffgebäude bauen. Fertig ist das. Und hast dann am Ende halt noch zusätzlich deine gesamten Einheiten. Beziehungsweise baust dann halt 2, 3 Einheitenproduktionen. So schnell kann der Computer das gar nicht aktualisieren, dass er im Rückstand ist. Und es hat auf jeden Fall funktioniert gehabt. Das ist auf jeden Fall ein großes Manko. Muss man auf jeden Fall versuchen, das mal irgendwie auszustellen. Ansonsten hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch vielleicht beim nächsten Ringkrieg auf jeden Fall mit dabei. Und dann würde ich sagen, lasst ein kleines Feedback da. Ihr könnt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so im Edain-Mod oder im Allgemeinen von Herr der Ringe ganz gerne noch wünschen wollen würdet. Dann können wir da auf jeden Fall mal drüber reden. Ich werde das mal so als Idee dann auf jeden Fall immer mit aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.